Seid gegrüßt, ich möchte euch heute die Funktionalität des Dachwerkzeuges zeigen in Verbindung mit dem Wandwerkzeug. Ich beginne mal mit kurz einer Wand. Ich zeichne ein paar Meter Wand. Dann zeichne ich ein Dach, und zwar kein Multidach, sondern ein Einzeldach. Ich zeichne von hier beginnend irgendwo hierüber die Dachaufsetzlinie. Das ist so eine Art Linie, von der aus sich das Dach ausrichtet. Und dann kann ich hier mit der Rechteckmethode einfach meine Dachfläche mal zeichnen. Steuerung 3, wenn ich mir das im 3D ansehe, habe ich jetzt sowas. Jetzt ist es aber oft der Fall, dass die Wand wesentlich höher ist. Oder es ist auch sehr sinnvoll, die Wand höher zu machen und dann mit der Dachfläche zu verschneiden. Mit der Großschreibtaste kann ich das dazu markieren und hier rechte Maustaste verbinden, Elemente mit Dachschale trimmen. Dann sieht man, die Wand ist eigentlich so lange und es wird nur mehr die Wand angezeigt, die unter dem Dach sitzt. Was ich auch gleich mache bei beiden, ich stelle hier ein mehrschichtiges Dach ein und auch eine mehrschichtige Wand. Außenwand. So. Was sieht man? Manche Schichten laufen durch, manche laufen an, so wie es eigentlich sein sollte. Aber im Grundriss, die Wand wird komplett angezeigt. Im 3D nicht. Das kann verwirrend sein. Deshalb ist es nicht schlecht, wenn man in so einem Fall dann die Wand einfach teilt. Man sieht ja hier dieses kleine Icon, mit was die Wand verbunden ist. Ich teile die Wand mit Splitten an dieser Kante. Diese Kante. So. Mit was ist es verbunden? Diese Verbindung löse ich. Steuerung 3. So. Schaut einmal so aus. Jetzt kann das manchmal nicht reichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Steuerung Groß E dieses Dach hier, nicht das Ganze, nur das Dach, dieses Dach hier, Steuerung Groß E, dieses Dach hier mal nach hinten versetze und nach oben versetze, eine Kopie davon. So, und jetzt möchte ich hier eine Wand reinhaben. Ich zeichne mal eine Wand. Schneiden, die mache ich mal ordentlich hoch. So. Die Wand ist jetzt schon, weil ich sie automatisch unter das Dach gezeichnet habe, automatisch beschnitten. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht. Das heißt, wenn ich diese Wand aktiviere, bekomme ich irgendwo. Ja, ich nehme es mal raus. Dach Extras. Alle Verschneidungen aufheben. So, ich möchte jetzt diese Wand eigentlich mit der unteren Wand verschneiden. Verkehrt. So, diese beiden, rechte Maustaste, nicht verbinden, sondern mit Einzeldach beschneiden, und zwar unten beschneiden. Okay. Und jetzt diese Wand, dieser hier, rechte Maustaste, dafür verbinde ich wieder, weil oberhalb habe ich eh nichts mehr. So. Trimmen. Das heißt, es ist oftmals nötig, mit Einzeldächern zu arbeiten, weil mit normalen Verbindungsmöglichkeiten das oft dann nicht geht. Ich setze das mal näher hin. Moment, wo ist es? Hier. So. Und gibt das auch auf eine mehrschichtige Wand. Das Ganze. So. Alt-Klick auf diese Wand. Dann zeichne ich hier mal weiter. Nicht beschneiden. Und mache die hoch genug, dass ich damit noch arbeiten kann. Wieder mit dem Verbinden. Und verbinde das mal mit dem Dach. Rechte Maustaste verbinden, Dachschale trimmen. So. Okay, schaut ja ganz gut aus. Allerdings diese und diese möchte ich noch ordentlich miteinander verbinden. Macht er jetzt nicht. Das heißt, gehe ich hier mal ein bisschen zurück.
diese hier sind verbunden, okay. Aha, da muss ich wirklich weit. Weil das. Okay, ist schon klar. Diese Dachfläche muss ein wenig zurück. Ich nehme sie mal überhaupt ein Stückchen zurück. So, jetzt setze ich mir diese Dachfläche genau hier hin. Und ja, jetzt müsste ich hier noch eine kleine Wand reinzeichnen, die genau hier reinpasst, weil natürlich jetzt diese Wand, obwohl sie hier bisher rausgeht, nicht mehr gezeigt wird. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich setze hier, würde ich gerne, so, das nehme ich mit und das will ich auch sehen, Steuerung 3. So, ich setze mir hier einen neuen Punkt, setze ihn auf die Kante, setze mir hier noch einen neuen, würde ich gerne, setze mir hier noch einen neuen Punkt, setze den mal in dieser Achse raus und nehme das hier mit. Schon in dieser Achse bleiben. Hier diese Großschreibetaste halten, wenn ich draufstehe, dann kann ich mit der Maus auch zurückfahren. So, und verlängere das Ganze bis hierhin. So, ja. Steuerung 3. Ganz habe ich es noch nicht geschafft, aber ziemlich. Also man muss relativ viel mit Einzeldächern machen, wenn man komplexere Wand Verschnitte zusammenbringen will. Ich nehme das doch noch ein bisschen weiter raus, diese Kante. Setze ich mal bis hierhin. Ja, und dann müsste ich jetzt noch die gleiche Oberfläche vergeben. Und hier habe ich wieder ein anderes Problem, aber normalerweise hat man auch hier Innenwände. Okay, so. So würde man grundsätzlich mit Einzeldachflächen arbeiten. Aber jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema. Steuerung groß M, Mirror. Ich mache mir jetzt mal ein kleines Querdach rein. Ich möchte jetzt diese Kante und diese Kante hier genau im Grad haben. Das macht man folgendermaßen. Ich klicke diese Kante an, hier diese Kante. Also nicht irgendwo auf das Dach, sondern genau die Kante. Steuerungstaste halten, die andere Kante anklicken. Dann diese Kante, also nichts markieren, diese Kante anklicken, Steuerungstaste, die andere Kante zeigen. Das geht auch in die andere Richtung. Ich drehe das mal rum. Ich verschneide immer Kanten mit Kanten, das heißt, ich muss auf die richtige Kante klicken, Steuerungstaste, diese, dann diese Kante, Steuerungstaste, diese und bekomme schöne Xen. Steuerung groß M, Mirror. Ich kopiere das mal, nehme die Kante mal etwas zurück, dass ich beide Kanten dann ordentlich erwische zum Verschneiden. Ich möchte dann nicht so einen Anschnitt haben, sondern wirklich zusammenpassend. Also diese Kante, Steuerungstaste, diese. Dann diese Kante, Steuerungstaste, diese. Dann diese hier, Steuerung groß E, setze ich mir mal hier rauf. Sage jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Punkt finde, aber es ist ja ziemlich möglich, dass ich ihn finde. Und das funktioniert auch ganz gut. Das heißt, ich kann hier sehr schnell so eine Dachfläche reinsetzen und diese hier einfach einen neuen Punkt setzen, setze ich mir hin, einen neuen Punkt setzen, diese hier, setze ich mir hier hin, das zurück, diesen hier einen neuen Punkt setzen, das hier zurück. Jetzt nehme ich aber, um die Verschneidungen wieder ordentlich hinzubekommen, die habe ich noch nicht gemacht, die sind jetzt irgendwie gestellt, einfach wieder etwas zurückfahren mit der auch,
damit ich sie alle ordentlich erwische. Und dann kann ich sie wieder mit dem Anklicken Steuerungstaste erwischen. Das heißt, diese hier, Steuerungstaste diese, dann diese, Steuerungstaste diese, dann diese, Steuerungstaste diese, dann diese, Steuerungstaste diese. Dann habe ich ordentliche Verschneidungen. Und jetzt brauche ich nur noch die vordere Kante auf gerade stellen. Ich kann jede Dachkante einfach anklicken, kann damit irgendwas machen oder mit dem letzten Icon sowas gerade richten. Natürlich, wenn ich die Dachneigung noch einmal ändere, also wenn das zum Beispiel steiler sein sollte, dann muss ich die Verschneidungen noch einmal machen. Ich zeige es mal ganz kurz her. Geht ja schnell. 45 Grad, das ist oft bei so Krüppelwalmen ein wenig anders. Das liegt jetzt daran, da ich die Dachaufsätze so hoch habe. Aber ich kann ja das Dach ohne weiteres hier auf diesen Punkt aufsetzen und kann jetzt wieder ich fange mit dieser Kante an, diese muss ich schon erwischen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man es oft zurücksetzt. Also diese Kante und die Steuerungstaste, diese hier. Dann diese Kante, Steuerungstaste, diese hier. Und so bekomme ich schöne Verschneidungen. Also, ich fange mit dieser an, diese Kante, Steuerungstaste, diese. Dann diese Kante, Steuerungstaste, diese. Und schon passt die Sache wieder. Auch von unten. Natürlich kann ich auf dieselbe Art Dachgauben herstellen. Ich brauche nur in die Dachfläche ein Loch reinschneiden. Ich gehe mal in den Grundriss. Und zwar im nächsten Geschoss, weil ich ja zu weit oben bin. So, hier bin ich. Ich schneide hier mal ein Loch rein. Ich aktiviere dieses Dach und sage Dachwerkzeug, Loch. Das ist 3D und das hier, weil es da schön passt. Steuerung groß E, Steuerung 3. Ja, Escape, Steuerung 3, ist schon spät heute. Und jetzt kann ich zum Beispiel dieses Dach oder dieses Dach als Grundlage nehmen für eine X. Ich brauche nur hier einen neuen Punkt setzen und kann hier wieder eine Dachfläche reinsetzen, wo ich mir die Kante, wenn ich diese Dachfläche zum Beispiel jetzt kopieren würde, einfach mit dieser Kante verschneide und so weiter, so kann ich sehr schnell eine X gestalten. Ich mache das mal auf die schnelle Steuerung groß E. Ich setze mir das hier mal hier hin als Kopie. Das nehme ich komplett zurück. Das nehme ich auch zurück. So. Also wieder dieses hier mit dieser Kante. Ich nehme sie mal ein bisschen weiter raus, damit ich es dann auch wieder erwische. So, und dann dieses hier mit dieser. Jetzt stimmt's. Steuerung groß, Schreib M, Mirror, diese hier, Steuerung groß M, um die Achse. Und jetzt kann ich wieder das hier mit dem. Und das hier mit dem. Und schon habe ich eine schöne Gaubenform. Jetzt muss ich nur noch die Oberkanten schaffen. Ich kann natürlich auch einfach die Oberkanten mit dem hier in diesem Fall gerade stellen. Geht natürlich auch. Und kann das eben zurücknehmen, wo ich es eben brauche. Könnte jetzt wieder Wände reinzeichnen, rundherum und so weiter. Ich kann aber auch einfach vorgefertigte Elemente nehmen, wie zum Beispiel Dachfläche, Fenster, das ich dann einfach reinsetze oder statt eines Dachflächefensters eben, das sind die Bibliothekselemente, auch hier einfach eine Gruppe nehme, gleich mit einem Fenster drin. Aber dann bin ich gebunden an dieses Fenster. Und hier, wenn ich eigene Wände reinzeichne, die ich unten und oben beschneide, dann kann ich beliebige Arcade-Fenster reingeben und die Bauteildicke passt natürlich auch. Das ist sehr viel zu tun. So, damit haben wir schon eine ganze Menge abgedeckt, was Einzeldächer betrifft. Später werde ich mich noch um
die Multidach-Geometrie kümmern. Schöne Tage und viel Spaß mit Archicad.